Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Aufwachen, Bleskowitsch! Sie übernehmen! Ich muss das wissen! Ja, Scheiße! Nicht wollte! Bleskowitsch! Nach hinten, schnell! Machen Sie die Treibstoffleitung zum Motor! Oh Mann, oh Mann! Oh, da geht's ja schon los. So, herzlich willkommen. Es gibt gleich nochmal eine anständige Begrüßung, doch jetzt haben wir gerade keine Zeit dafür. Wir müssen hier hinten rein. Das müssen wir machen. Okay, Werkzeugschränken. Da hinten müssen wir hin, okay. Das ist aber kein Werkzeugschrank, egal. Sie sind neben der Cockpit-Tür. Da ist das Cockpit, haben sie geschlossen. Ah, hier, okay. Da haben wir was. Machen wir mal eben auf. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Okay, ich gehe dahin. Ja, ich bin dabei. Oh Mann, was geht hier ab? Hilfe! So. So, Hilfe, mein Arm. Verdammt. Okay. Puh. Danke. Und ich dachte, er wollte mir jetzt in dieser Situation sagen, dass ich ein bisschen abnehmen soll. Okay, alles klar. Ich gehe zum Frachtraum. Wo ist er denn? Öffne das Tagebuch in den New York Drücks. Nachher. Jetzt gerade haben wir keine Zeit, ins Tagebuch zu gucken. Oh. Ja, aber Zeitung zu lesen. Tagebuch egal, Zeitung lesen ist erlaubt in dieser Situation. Regime baut Superwaffe. London, 5. Juli 1946, berichtet aus Berlin. Zuvor gebaut das Regime ein Arsenal an Superwaffen für den Einsatz auf dem Schlachtfeld. Die kürzlich erfolgte Einführung hochentwickelter Kriegstechnologie hat den Verlauf des Krieges beeinflusst. Die Alliierten, Kommandanten, sind sich jedoch trotzdem sicher, den Sieg noch vor Ablauf des Jahres zu erringen. Was das Regime an militärischer Technologie besitzt, fehlt ihm an strategischem Wissen, äußert sich dazu gestern Kommandant Wilkinson in einem Gespräch. So, vielen Dank, dass wir gerade direkt mal ein bisschen Zeitung gelesen haben. Hoppala, ist ja auch nicht so weiter schlimm. Gut, gehen wir weiter. Frachtraum, okay, wir sind noch nicht abgestürzt in der Zwischenzeit, alles noch gut. Was soll ich jetzt machen? Habe ich mir gedacht. Okay, ich schneide auch das Auto hier. Okay, am besten erstmal von vorne vielleicht. Boah, guten Tag. So, mal eben ein paar Sachen hier runterlassen. Oh. Ja, ich bin dabei. Einen Moment. Muss auch erstmal gucken. Hier haben wir auch nochmal einen. Ich lasse jetzt alles raus. All unsere Sachen. Auto, tschüss. Tschüdelüdü. Hat er mich gerade beleidigt? Der hat gerade Scheißgeld zu mir gesagt. Okay, kannst... Okay. Kannst du wieder schließen? Oh Mann, ey. Na gut, jetzt hätten wir auch in Ruhe die Zeitung, glaube ich, lesen können. Oh! Von wegen. Was war das denn? Wir müssen das positiv sehen. Jetzt haben wir ein neues Fenster. Oh Mann, was ist denn da los? Okay, ich komme erstmal wieder zurück. Hi. Bin ich wieder. Oha! Was für ein Geschütz? Oh. Oh, was ist das denn? Oh! Okay. Ah, wir können zoomen. Ah, da hinten. Die müssen wir angreifen. Oh, das ging aber schnell. Da sind noch mehr. Den haben wir auch. Ey, die schießen auf uns. Nix da. Wo sind denn hier welche? Ich sehe keine mehr. Haben wir sie? Nee, da hinten kommt wieder einer. Da. Haben wir auch. Oh, das sind unsere. Da. Warum haben wir solche nicht? Was? Wo denn? Ah, da. Wieder an. Er ruft mich. Hallo.
heute, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Nicht heute. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger. Mayday! Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1! Erste Hilfe, Koffer Blasco. Oh, ja, Mann, danke. Danke für die Wiederbelebung. Kondor 9, hier Vulture 1, Sie sind zu nah. Negativ, Vulture 1. Haben hier ein ernstes Problem mit der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Burger. Aber was macht der da? In Ordnung, Randall. Der kommt immer näher. Hilfe. Blasco, fahren Sie das Radar ein. Der Hebel oben neben den Lampen. Ach da, jo, hab's gesehen. Alles klar. Ich zieh ein. Besten Dank, Captain. Ach, das Ding haben wir da gerade eingezogen, okay. Verstehe Ihr Problem, Kondor 9. Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querung da. Ja, die Mühle fliegt sich wie ein Ziegelstein. Danke, Burger, für die... Wow! Das ist nicht gut. Den hat's erwischt. Oh oh. Scheiße, das ist ein Truppentransporter. Truppentransporter. Oh oh. Hören Sie mir jetzt gut zu. Also, sehen Sie das Steuerrad. Ja, Sir. Gut, nehmen Sie es in beide Hände und ziehen Sie es zu sich. Auf keinen Fall drehen, verstanden? Oh oh. Gerade und ziehen Sie es zu sich hin. Komm schon, du schaffst das. Wir sind gleich auf dem Boden. Hilfe. Er schafft's. Wir packen uns wieder. Okay, Private Wyatt. Sie müssen noch was für mich erledigen. Er hat's geschafft. Was sagst du? Wie bitte? Blaskovic, machen Sie die Cockpit-Tür auf. Was willst du von mir? Dann tun Sie, was ich sage. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl, aber okay. Fertig. Dann los. Was ist das denn für ein Verrückter? Darf ich auch? Wow, oh oh. Ich glaube, ich muss sogar. Oh oh. Okay. Hua! Hilfe! Oh. Ich hab sie! Oh. Danke, Leute. Alles klar. Reden. Wie steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Hurra? Naja, okay, da haben wir nochmal mit dem geplaudert. Och, guckt euch das mal an. Den geht's nicht gut. Das ist der Truppentransporter. Die haben es ganz schön erwischt. Aber zum Glück nicht alle. Verschlossen. Ja, ist auch besser so vielleicht. Leute, keine Panik. Ich bin ja jetzt on board. Gib mal ein bisschen Gesundheit, genau, da lag gerade ein Medipack, glaube ich, hinter dem. Haben wir noch ein paar Medipacks? Guten Tag. Ich will euch da ja nicht... Was ist denn da los? Sollen wir den mal lieber allein machen lassen? Ich glaube, der braucht seine Privatsphäre. Nicht, dass wir den jetzt in irgendeiner intimen Sache stören. Wow, Gesundheit voll, glaube ich. 115, 14, 13, 12? Hallo? Was machst du da? Gott sei Dank sind Sie hier! Oh Gott! Ich helfe dir. Komm, ich tröste dich. Hey, wo ist das denn tröst? Danke, mir geht's gut. Ja, dann ist ja gut. Ich tröste immer wieder gern. Oh oh. Jetzt nicht aufhalten, Fergus. Ist es vorbei? Wir werden den Krieg verlieren. Bei Gott, ich höre Sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt seine Basis. Der hat ein Telefon. Ende. Kondor 9, Ende. Oh oh, ich sehe nichts mehr. Oh, was? Festhalten! Hilfe! Oh oh. Autsch. Was geht denn hier ab? Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance.
Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wände sorgen. Wow, was war das? Was ist das denn? Ey, was ist das? Hä? Was bist du denn? Hilfe! Das ist ein Hündchen. Ja, hallo, Hündchen. Ist aber gar nicht süß. Hilfe. Warte mal, Telefon. Hallo? Guten Tag? Wer ist da? Wie ist der Status? Leskovic, bei uns hier ist die Kacke am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich hab das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Was ist das? Sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wild, leuchten Sie. Lesko, sehen Sie das Licht? Wild, das Licht aus! Ja, Sir! Was sind das denn für Dinger? Ich kann sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleinere Waffen können denen nichts anhaben. Oha! Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Okay. Der Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Das sind irgendwelche mechanischen Biester. Das sind Hündchen. Heftig. So, an der Stelle glaube ich... Hey ho und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu Wolfenstein The New Order. Freut mich. Ist mal was anderes. Im Gegensatz zu dem, was wir jetzt momentan so alles hatten. Parallel läuft ja gerade Resident Evil 7 und ich glaube, dass ich hier nicht alle 10 Minuten die Schlipper wechseln muss. Ich bin mir aber nicht sicher. Es geht nämlich hier ganz schön die Post ab. Mostrei, um Kisten aufzubrechen. So, auf jeden Fall herzlich willkommen. Ich gucke aber gerade mal hier ins Tagebuch. Was ist das denn? Kapitel 0, Totenkopfsbasis. Was haben wir denn da? Tutorials. Okay, Tagebuch, Messer springen mit Anlauf, Kisten aufbrechen. So viel ist mir, glaube ich, klar. Okay, Notizen, Totenkopf. 16. Juli 1946, wir verlieren den Krieg. Die OSA hat mich auf eine Mission an die Ostseeküste Polens geschickt, das vom Regime besetzt wurde. Ein Sammelangriff auf die Festung von General Straße, alias Totenkopf, dem Planer der monströsen Kriegsmaschinen des Regiments, gelingt es uns, ihn zu stoppen. Können wir womöglich den Krieg zu unseren Gunsten entscheiden? Und ich kann eine alte Rechnung begleichen. Ja. Okay, schwimme zur Flugzeugkanone. Zur Flugzeugkanone. Okay. Ist wahrscheinlich die Kanone, mit dem wir hier, die hier. Ja, hier ist gar keine mehr vorhanden. Da hinten irgendwo soll aber eine sein. Okay, mit der könnten wir die Biester wahrscheinlich erledigen. Oh, oh nein! Hilfe! Lauf vorwärts und drücke. Okay. Komische Tastenkombi, aber ich versuch's. Boah, okay. Boah, die Dinger sind heftig. Wenn's von Hallo? Totenkopfsbiestern, hätte den Mann schon längst töten sollen. Okay. Oh Mann, oh Mann. Was ist das? Medischock. Ah, das gibt uns mehr Gesundheit, als wir eigentlich haben. Boah, ist das viel. Ich denke mal, die maximale ist 100. Und dann haben wir dann noch was. Das sieht aus wie ein Rüstungssymbol. Gut, dann wollen wir mal ins Wasser, würde ich sagen. Wir wollen ja die mechanischen Biester hier erledigen. So, okay, jetzt sind wir im Wasser. Hilfe, wie schwimme ich? Okay, so schwimme ich, okay. Wir müssen mal hin. Ich weiß nicht, wie lange wir tauchen können. Das ist die Sache. Und diese Biester, die können wir wahrscheinlich... Oh, guckt euch das mal an. Die können wir wahrscheinlich gar nicht im Nahkampf oder so besiegen. Die sind zu heftig. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wohin ich eigentlich jetzt muss. Au, au! Boah, ich muss doch unter Wasser. Ich krieg anscheinend Schaden. Was ist das hier? Kann ich da rein? Da habe ich Deckung. Da kann ich mich vielleicht mal eben sammeln. Da unten, da ist ein Symbol. Okay. Gibt's hier irgendwas? Ah, da. Medikit. Sehr gut. Da haben wir wieder 100. Wir hatten nämlich gerade Schaden bekommen. Da hinten muss ich hin. Okay. Lass uns nochmal abtauchen. Ah, jetzt haben wir eine Markierung. Oh, wie viele hier rumliegen. Wow, was ist... Was bist du denn? Hilfe! Von wegen, ich mach mir hier nicht in die Schlüpper. Was ist das denn für einer? Warte mal, da muss ich mal eben auftauchen. Was ist das? Boah, ich muss aber unten bleiben. Ich krieg sofort Schaden. Die sehen mich. Hilfe. Der ist doch nicht normal. Warte mal, wo muss ich hin? Nach unten.
Ja, okay, nach unten, alles klar. Ich muss auch ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, wie gut unsere Lunge so ist. So, ich tauche mal wieder auf. Da ist scheinbar eine Leiter. Jo, wir sind, glaube ich, beim Geschütz. Töte die mechanischen Bestien. Wo sind sie denn? Da hinten ist eine. So. Da ist das andere. Ah, da ist ja noch einer. Das war's. Oder wie? Triff dich mit dem Team. Ja. Nur das Riesending anscheinend nicht. Okay, dann steige ich jetzt erstmal wieder aus. Ah, gehen wir vorne raus. Ja, warum nicht? So ist das also. Boah, Hilfe. Boah. Okay, ich gehe da mal ganz schnell zu unserem Team. Ist ja kein Ding. Wollen Sie hören, wie wir diesen Traumstrand vielleicht lebend überqueren können? Ich glaube, das will ich gerne hören. Okay, dann hau mal raus. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Okay. Okay. Wir haben jetzt ein MG. Neue Waffe, Maschinenpistole. Ich soll einfach durchlaufen, sagte er. Ich denke mal hier durch den Graben, ne? Okay. Boah, Hilfe. Boah. Bist du sicher, dass ich hier geschützt bin? Okay, ich bin jetzt einfach durchgelaufen. Hat anscheinend funktioniert. Hab erst dran gezweifelt. Okay, kann ich ranzoomen? Naja. Gut, nicht wirklich. Haben auch kein Zielfernrohr oder so. Oh, das sind also unsere Gegner. Oh, ich muss nachladen. Haben wir den? Haben wir. Okay, nochmal nachladen. Oh Mann, was steht da denn? Baltisches Auge. Patrouillengebiet, okay. Boah, was ist das denn hier los? Da wird man aber echt reingeschmissen, du. Was haben wir hier? Ah, da hinten schießen die irgendwie. Handgranate. Was ist das denn? Warte mal. Wie werfen wir die? Wahrscheinlich hiermit, oder? Ich probiere mal gerade aus. Nein, nein. Ja. Oh, oh. Hallo? Können wir wieder neue nehmen? Ja. Irgendwie ist die nicht in der Luft gegangen. Hä? Habe ich doch was falsch gemacht? Ah. Jetzt, okay. Okay. Kann ich machen. Okay, werden wir machen. Alles klar, gehen wir mal weiter vor. Was ist das denn? Ah, Rüstung. Alt, links und S gedrückt, um dich hinzubeugen. Lass mich das mal eben ausprobieren. Komische Tastenkombi, aber... Okay, dann können wir uns kriechen. Aber wir können uns doch schon kriechen. Ach, wir können noch weiter runter. Ach, damit wir durch den Schlitz gucken können. Ach nein, wie geil ist das denn? Medikit, da unten haben wir nochmal Patronen. Da war gerade nochmal Rüstung. Okay, 40 Rüstung haben wir. Okay, dann lass mich das mal ausprobieren. Genau, jetzt krieche ich, aber... Wenn ich das mache... Ah, kann ich noch weit besser gucken. Wow. Ach so, okay. Gut. Den haben wir. Naja. Nochmal einsammeln hier. Ja, mal eben gucken. Ah, neue Waffe. Sturmgewehr. 1946. Neue Waffe haben wir. Oh, was höre ich denn da? Da hinten sind welche. Oh, wieso gehst du aus der Deckung? Ach so, okay. Das macht er automatisch. Oh, da oben ist noch einer. Ich schieße einfach mal drauf. Ist anscheinend erledigt. Ich gehe erstmal hier lang. Hier sieht es nämlich nicht so aus, als könnten wir weiter. Okay, da ist aber was. Ah, da lag ein Helm. Okay. Boah, sind da viele. Guten Tag, Leute. So, den haben wir erwischt. Oh, was ist das? Da blitzt es herum. Warum blitzt das denn? So, ist hier noch einer. Ich sehe gerade keinen. Boah, was ist das? Kriege ich Schaden?
Oh, da ist dieses riesige Ding, oder? Ja, ja. Ey, was macht das? Das macht irgendeinen komischen Angriff. So, ich sammle gerade mal ein paar Sachen hier ein. Oh, da brennt's. Achtung, Schutzausrüstung tragen. Ah, Spannung. Ja, ich krieg Schaden. Hier ist irgendwie... Da. Wir kriegen Elektroschaden, wenn ich nicht aufpasse. Ich muss also aufpassen. Okay, ich gehe... wo gehe ich lang? Oh, da oben ist jemand. Habe ich ihn? Nee. Jetzt habe ich ihn aber. Okay, sehr schön. Gut. So. Kann man das hier auch kaputt machen? Nee, die sieht auch stabil aus. Einmal draufschießen? Nee, okay. Hätte ja sein können, dass man es draufschießen muss, vielleicht. Den Helm nehme ich mal mit. Hallo? Hallo? Hä? Okay, ich muss daneben gucken. Okay. Nicht genau auf dem Helm gucken, sondern daneben. Oh, guten Tag. Ist hier noch jemand? Da oben. Ah, er hat überlebt. Oh. Boah, noch rechtzeitig reagiert, ey. Da hat er irgendwas geworfen. Das war wahrscheinlich eine Granate. Oh, da hing gerade Munition in der Luft. So, ich... Hinter uns. Da. Oh, da ist ja noch einer. So, den haben wir auch. Okay, geht ja momentan ganz gut, obwohl es mir so viele vorkommen. Funktioniert's aber. Was ist das da? Hä? Hä? Was ist... Hä? Ach, dahinter. Oh, guck mal, da ist es versteckt. Ist nichts mehr. Da ist noch irgendeiner. Da sind Fotos. Hier kann man durchgucken, aber da ist nichts. Jetzt laufe ich gerade hier immer weiter. Ja, ich würde aber ganz gerne auch nochmal unten lang gehen. Ja, pass mal auf. Ich laufe jetzt gerade nochmal unten lang. Hier oben haben wir jetzt soweit alles. Da ist jetzt noch ein langer Weg, der uns weiterführt. Ich gehe jetzt aber erstmal hier unten. Oh, oh, guten Tag. Hör mal, woher kommen Sie denn? Ja, der hat es aber noch. Der ist da noch. Jetzt haben wir ihn. Okay. Packen wir eben die Sachen ein. Rüstung und so. Oh, was war das für ein Geräusch? Das war doch einer dieser Roboterhündchen, oder nicht? Hilfe. Muss ich aufpassen. Wenn die einen im Nahkampf kommen, können wir ja gar nichts mehr ausrichten. Wir brauchen ja so ein heftiges Geschütz dafür. Ah, guck mal hier. Wollen wir nochmal Munition bekommen. Wir auf dem richtigen Weg. Boah, ist das Ding riesig. Hilfe. Warnung! Hä? Hä? Oh, der ist aber kleiner. Warnung, mechanischer Kampfhund. Hä, der ist aber kleiner und das ist ein richtiger Hund. Sieht aus wie so ein Cyborg-Hund. Der besteht nicht komplett aus... Was war das für ein Geräusch? Boah, ich muss ihn in Acht nehmen. Da wollte er uns gerade anspringen. Okay, ich muss aufpassen. Okay, au! Ah! Haben wir ihn? Okay. Drücke zum Deaktivieren von Akimbo. X. Mausrad, um alle Waffen zu sehen. Okay, X. Was ist X? Was? Wie heftig ist das denn? Ah, wir können sogar mit beiden gleichzeitig schießen. Krass. Okay, das ist echt krass. Krasser Modus. Also wenn wir das mal... Aber ich mache jetzt erstmal wieder einen nur. Akimbo, okay. Das ist ganz gut, wenn man einen großen Gegner hat, der viel aushält. Wie das Ding da wahrscheinlich. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das Ding da gar nichts antun können. Mit den Waffen, die wir hier besitzen. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich glaube, der andere Weg, der führt hier oben lang. Wer schießt da denn auf mich? Du da? Ja, ich sehe dich. So, hab dich. Okay. Dann sammle ich mal eben noch die Sachen. Kann ich deinen Helm nehmen? Nee. Wo gehe ich denn jetzt lang? Ah, oh, da stehen sie wieder. Also lass mich mal das hier aufsammeln. Genau. Wahrscheinlich sind die Medikits, die wir finden, wenn wir zu viel haben, hier ist Munition, wenn wir, glaube ich, 100% haben und wir bekommen Medikit, können wir das zwar nehmen, aber das geht scheinbar, habe ich mal gesehen,
Dann immer weiter runter. Das ist eine ganz neue Dimension des Krieges. Die Ausforschung des Lebens an sich. Hä? Jetzt sind wir... wir sind wieder hier? Nee, hä? Nee, ist woanders. Oder? Das sieht genauso aus wie vorhin. Nee, kann doch nicht, oder? Das ist doch nicht im Kreis gelaufen. Sieht aber sehr ähnlich aus. Hier liegen auch schon so viele rum, aber die haben wir wahrscheinlich gerade erledigt. Okay, ich gehe mal weiter. Okay. Hallo? Nee, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Nee, ist richtig. Ah, schleiche dich heran und drücke Maus 3, um einen Gegner zu überwältigen. Okay. Hallo? Ah, da ist jemand. Warte mal. Maus 3. Oh, das funktioniert. Cool. Ah, neue Waffe, Pistole. Warte mal. Ich schalte den da oben auch mal aus. Der guckt gerade nicht. Jo, funktioniert. Was hat der denn da für ein Gerät auf dem Rücken? Sah komisch aus. Ich sammle gerade mal nochmal alles hier ein, was hier rumliegt. Limit erreicht, okay. Hier ist irgendwas zum Drehen, kann ich aber gar nicht. Da war noch ein Helm. Sehr schön, okay. Nachladen habe ich schon. Bin wieder ready. Ah, hier war wieder so ein Geschütz. Haben wir jetzt erledigt. Sehr schön. Da war noch was. Okay, gehen wir weiter. Ich schleich mal lieber, vielleicht finden wir... Oh, perfekt, genau das wollte ich gerade sagen. Vielleicht kommt gleich um der Ecke nochmal so ein Gegner, der da einfach nur rumsteht. Und denkt, hier passiert nichts. Er hat mit uns nicht gerechnet. Was? Schalte Kommandanten aus. Okay. Alles klar, kann ich machen. Oh, jetzt wieder ein langer Weg. Ich habe das Gefühl, gleich springt mich irgendwas wieder an. Signal entdeckt. Aha, 22, 21, 20, 19, okay. Da steht jemand. Pass auf, den schnappe ich mir jetzt. Hoffentlich guckt gerade keiner, weil ich sehe da nämlich mehrere. Da steht jemand. Das sieht aus wie ein Kommandant. Warte mal. Jetzt gerade guckt keiner, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, getötet steht da. Alles klar. Warte mal, hier ist auch noch mal einer. Die gucken gerade alle nicht in meiner Richtung. Oh, drücke Maus 3 zum Messer werfen. Messer werfen. Oh, Maus 3. Kann ich das mal ausprobieren? Da hinten steht doch ein perfekter Gegner dafür. Warte mal, ich probiere das mal aus. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Mach das jetzt zum ersten... Ey! Ey, wie gut hat das denn funktioniert? Krass, was man hier alles drauf hat. Was man hier machen kann. Okay. Hat funktioniert. Ah, Munition erreicht. Hier ist sonst nicht. Oh, doch, da hinten steht noch einer. Oh. Die hätte ich ja gar nicht gesehen fast. Ah, Messer. Haben wir ernsthaft das Messer gerade wieder aufgehoben, was wir geworfen haben? Krass. Ja, warte mal. Ja, oder? Warte. Ich würde mal gerne wissen, ob wir das wieder aufnehmen. Ja, wir können das Messer immer wieder aufnehmen. Das ist ja krass. So, ich gehe mal davon aus, dass wir da lang müssen. Da hinten geht es aber auch nochmal weiter. Ja, ich gehe aber erstmal jetzt kurz hier rein. Ja, ist so ein kleiner Raum anscheinend. Haben wir alles Limit erreicht. Was ist das hier? E. Bomber benötigt, okay. Boah, das sieht aber heftig aus. Und hier wollen wir hier irgendwas platzieren? Okay.